Ich würde schon fast sagen, alle Jahre wieder. Es ist fast wie ein Klassentreffen. Bereits zum vierten Mal stehen wir jetzt gemeinsam am Set von Die Toten vom Bodensee. Freut mich, euch wieder hier zu haben in Vorarlberg. Die Dreharbeiten sind fast zu Ende. Vielleicht machen wir mal einleitend, ohne dass wir spoilern. Was erwartet denn die Zuseher dieses Jahr? Wir haben natürlich wieder zwei spannende Fälle mitgebracht. In der Folge 8 geht es um einen sehr mysteriösen Mord, denn es wird eine Leiche im Wald gefunden, die nach einem mittelalterlichen Brauch getötet wurde. Und ungefähr kurze Zeit später wird auch just an genau der Stelle noch eine weitere Leiche gefunden. War es ein Doppelmord, ein Ritualmord? Wir werden es herausfinden. Und Folge 9? Folge 9, da schließt sich für Oberländer fast wieder ein Kreis. Also ich treffe auf einen alten Kollegen aus Surfertagen noch. Also ich komme ja eigentlich, hat man ja schon fast vergessen, dass ich eigentlich mal Surfer war. Aber den Kollegen treffe ich auf alle Fälle wieder. Und seine Gruppe und er gehören dann zum Verdächtigenkreis. Und wir müssen ermitteln eben in dieser Surfer-, Kitesurfer-Community und Clique. Und das ist natürlich der Fall zum einen und dann natürlich auch die privaten Verstrickungen und so weiter, die freundschaftlichen Verbindungen, die man auch hat und inwieweit man das wahrhaben will, dass er vielleicht was damit zu tun hat und so weiter. Zusätzlich zu den, was Nora schon sagte, zu den Fällen, die wir haben, gibt es natürlich auch privat wieder jede Menge. Viel Unschönes eigentlich auch, was passiert. Vieles wird auf links gedreht und das läuft dann natürlich wieder parallel zu dem Fall, den wir haben. Aber es bleibt bei uns beiden eben auch privat nicht stehen oder bei uns Vieren eigentlich. Also man muss ja, gehört ja noch der Harry Prinz dazu und der Stefan Pohl und da passiert eben auf der Schiene auch noch eine Menge. Ja, ich meine, das ist, finde ich, immer sehr spannend verknüpft, dass wir natürlich einerseits diese spannenden Fälle haben, aber dann auch immer diese privaten Stränge. Und für Hanna ist da auch einiges zu verdauen, nachdem sie erfahren hat, dass ihr Vater ein Verbrecher war und er auch kurz davor war, sie zu erschießen. Und dank Oberländer sie eigentlich gerade noch gerettet wurde. Und wie geht sie damit um? Was für Konsequenzen zieht sie daraus? Und das wird sie auf jeden Fall die nächsten Fälle beschäftigen. Ja. Jetzt ist das Verhältnis privat zwischen Oberländer und da hat er nicht ganz unproblematisch gewesen, sagen wir es mal so. Da gab es auch immer wieder mal Spannungen. Wie entwickelt sich denn eure Beziehung der Rollen untereinander weiter? Na, wir haben jetzt über die Jahre, wir sind natürlich so ein bisschen wie Hund und Katz, das stimmt schon. Und natürlich zwei völlig unterschiedliche Pole. Aber über die Jahre hat sich da auch ein Vertrauen aufgebaut und auch ein freundschaftliches Verhältnis, was auch hier und da mal formuliert wird. Und das ist schön und das finde ich auch gut. Also wir respektieren uns und wir schätzen uns auch und vertrauen uns auch, sind uns aber nach wie vor in vielen Dingen nicht eins und nicht grün. Also das kann auch gerne so bleiben. Das ist ja auch eine der Qualitäten, die die Reihe ausmacht, finde ich, dass die beiden natürlich auch immer Reibung haben und dadurch entsteht natürlich auch eine Menge. Aber es muss ja dann über die Jahre auch, entwickeln sich die Figuren ja auch und es ist ja auch wichtig, dass das in irgendeine Richtung geht, ob man sich jetzt weiter entzweit oder eben freundschaftlich verbunden ist und auf dem Weg sind wir. Also da ist schon eine freundschaftliche Basis inzwischen da. Ja, was ich halt sehr schön finde für Hanna, ist, dass sie durch Oberländer lernt, wieder ins Leben zu vertrauen. Mhm. Weil eben genau dieses Grundvertrauen ist ihr so abhanden gekommen und dadurch, dass er da ist und sie sich auf ihn verlassen kann, wird da was wieder in ihr ganz und das ist sehr, sehr schön. Mhm. Das zu spielen, das zu beobachten. Und das finde ich ganz toll. Ja, das stimmt. Da möchte ich gerade einhaken. Das hat sich natürlich in den 4 Jahren, haben sich die Rollen auch weiterentwickelt. Ihr habt es ja gerade gesagt, und klein eure Beziehung untereinander. Bei dir hat sich auch privat in der Rolle einiges getan, also über die Folgen hinweg. Wenn man jetzt zurückblickt auf die ersten Folgen oder auch wie ihr die Rolle damals ausgelegt habt oder wie ihr die Charaktere auch gesehen habt, was würdet ihr sagen? Was sind so die markantesten Veränderungen? Du hast das, glaube ich, hier schon ein bisschen angedeutet, eben dieses Vertrauen ins Leben zurückzukommen, weil die Hanna doch eine recht kühle Persönlichkeit immer war, sehr, sehr fokussiert war, dass die auch ein bisschen mehr Emotionen drin hat dann. Genau, ich meine, sie war ja erstmal so ein bisschen wie ein hermetisch abgeschlossener Raum. Und das ist jetzt sehr schön zu merken, wie sie immer durchlässiger wird, wie sie immer offener wird, wie sie eben immer vertrauender wird und sich mehr und mehr wieder in die Welt und ins Leben wagt. Und beim Oberländer, der ja doch dieser
Ja, du hast gesagt, da kommt aus der Surfer-Ecke eigentlich, der auch mit seinem Camper hier doch der Lone Ranger eigentlich war, obwohl er Familie hatte. Da hat es jetzt eben diese Probleme gegeben. Aber öffnet sich der da ein bisschen mehr oder was hat sich da geändert? Na, ich habe keine Haare mehr. Das ist also das Augenscheinlichste. Also da ist einfach nichts mehr. Das ist alles weg. Also das ist die optische Veränderung, die da ist. Und natürlich verändert sich die Figur auch. Und mit allem, was er erlebt und die Dinge, denen er ausgesetzt ist, verändert sich so eine Figur auch. Und er ist auch mit Sicherheit, er ist immer noch unstrukturiert und ist auch ein Chaot mit Sicherheit und auch ein Quatschkopf. Aber er ist schon auch härter geworden, also auch in vielen Dingen klarer. Und ja, so ein bisschen ist diese Unschuld, die er vielleicht mal hatte irgendwie, oder dieses Naive oder so völlig Spinnerte, das ist ein bisschen weg, weil er natürlich durch das, was er erlebt hat, auch ein bisschen auf den Boden der Realität zurückkommt, und das geht ja auch nicht spurlos an einem vorbei. Deswegen hat er auch eine hier und da, jetzt also nicht im Übermaß, aber auch eine Ernsthaftigkeit drin, die für die Figur auch wichtig ist, mhm, und durch die auch natürlich eine Annäherung stattfindet, weil Frau Zeiler natürlich sehr ernsthaft ist, und wenn sich da so Bereiche bilden, wo es eine Schnittmenge gibt, dann kann so eine Freundschaft auch entstehen und so weiter, und dann wird das auch nachvollziehbar. Und so sind die Figuren immer im Fluss und werden sich auch weiterentwickeln mit Sicherheit. Und jetzt müssen wir mal schauen, in welche Richtung. Also da sind wir beide, glaube ich, sehr gespannt. Aber die Haare kommen nicht zurück, das kann ich schon versprechen. Die sind schon weg, oder? Nein, das wird nicht passieren. Jetzt, wie gesagt, das vierte Jahr, dass ihr hier im Vorarlberg seid. Am Anfang war es natürlich eine neue Serie. Da kannte man euch natürlich auch noch nicht. Da war es wahrscheinlich auch noch einfacher, sich durch Bregenz zu bewegen oder hier in Vorarlberg zu bewegen. Mittlerweile kennen, glaube ich, fast alle Vorarlberger die Serie Nona. Nicht nur die Erstausstrahlung, auch die Wiederholung und so weiter. Hat sich für euch abseits des Drehs hier was verändert, während ihr hier seid? Und wenn ja, in welche Richtung? Ja, es ist einfach wahnsinnig schön, diese Resonanz zu spüren und zu merken. Und wenn ich versuche immer am Wochenende im Pfänder zu wandern, und es ist total schön, wenn man sich dann begegnet und man merkt, wie groß die Freude ist, dass wir jetzt wieder hier sind und weiterdrehen, und das ist toll, ja. Ja, gehört so ein bisschen dazu inzwischen, also zum Inventar. Das ist also im positivsten Sinne, meine ich das. Und das ist schön, weil die Menschen sind ohnehin sehr herzlich und offen und waren auch uns immer sehr, sehr positiv gestimmt. Und ja, und das ist toll. Also zu der Landschaft und zu allem, was sowieso schon wahnsinnig toll ist, machen die Menschen dann eben nochmal, ist dann die Kirsche auf der Sahne eigentlich. Mhm. Jetzt, wie gesagt, die Dreharbeiten sind so gut wie abgeschlossen. Vielleicht ganz kurz, der Sommer naht. Wie sieht es bei euch im Sommer aus? Habt ihr ein bisschen Zeit, euch auch zu erholen? Wir haben ja gehört, die Pläne für nächstes Jahr laufen ja schon. Ja. Ja. Also Klopf auf Holz. Ja, also, ja, ich meine, jetzt werden wir dann nächste Woche, ich glaube, 9 Wochen und 2 Tage hier gewesen sein. Mhm. Und natürlich ist man dann auch ein bisschen wehmütig, jetzt hier wieder abzureisen. Aber es ist auch schön zu wissen, dass wir höchstwahrscheinlich nächstes Jahr wieder da sein werden. Und es ist auch fein, jetzt mal ein bisschen zu Hause zu sein. Ja.